Solltest du am Anfang des Jahres Werbung machen für deinen Betrieb und dein Unternehmen? Heute werden wir es erklären. Viel Spaß dabei. Ja, willkommen zu diesem Video auf unserem YouTube-Channel. Ich habe heute meinen Kollegen Nico Becker mitgebracht. Und wir wollen dir heute ein paar Tipps geben oder beziehungsweise sagen, warum Werbung schalten Anfang des Jahres sinnvoll ist. Wenn du das Jahr startest mit einer Werbekampagne, und du hast direkt schon eine Idee bzw. einen Plan, wie die ersten Monate aussehen sollen, deiner Werbung, hast du automatisch schon oft einen Wettbewerbsvorteil gegenüber vielen anderen Firmen. Nun, es ist oft so, dass Unternehmen am Anfang des Jahres ihre Budgetplanungen bekommen. Das heißt, sie bekommen vorgegeben, hey, du hast dieses Jahr vielleicht 20.000, 30.000 Euro, die du ausgeben darfst, sei es in der Agentur, in Werbebudget, egal, so viel Budget hast du zur Verfügung. Das ist meistens so erfahrungsgemäß, dass diese Firmen oder Agenturen etc. 1, 2, 3 Monate dafür brauchen. Und das ist dein Vorteil, wenn du schon gezielte Werbung hast Anfang des Jahres, dass du ein paar Konkurrenten weniger hast. Ja? Du hast mit deinem Werbebudget dann mehr Publikum nur für dich allein, also komplett für dich alleine natürlich nicht, aber zumindest eine größere Zielgruppe und kannst letztendlich auch hier gezielt vorgehen, das heißt, du musst nicht immer das Rad neu erfinden. Das sagen wir ja oft in Videos. Ich würde mir die letzten Jahre anschauen und gucken, welche meiner Werbekampagnen hat am besten funktioniert und würde die gleich zum Anfang starten. Kann mir immer noch Gedanken machen, was mache ich Rest des Jahres, aber ich habe erstmal was online und was laufen und kann es direkt Kundenanfragen generieren. Ja, sehr, sehr spannender Punkt. Also worauf wir eigentlich hinaus möchten, ist eigentlich der große Fehler, den viele Leute machen, ist, sie sehen diesen Jahreswechsel irgendwie auch als Kampagnenwechsel notwendig. Ja, ich meine, hast du vielleicht auch schon mal drüber nachgedacht oder gehört, im Grunde genommen ist es nur ein weiterer Tag. Und wenn wir jetzt von Sonntag auf Montag gehen oder von Mittwoch auf Donnerstag unter der Woche, dann ändern wir auch nichts an der Kampagne. Oder wir denken da nicht groß anders. Natürlich kann man sich überlegen, okay, möchte ich jetzt zum Beispiel 2023 neue Werbung schalten, will ich eine andere Aktion schalten oder sowas. Aber wie mein Kollege gerade schon erklärt hat, wenn man was anderes machen möchte, dann muss man sich darüber zeitig Gedanken machen. Im besten Fall natürlich noch vor Weihnachten, dann kann man das Ganze entspannt online schalten zum neuen Jahr. Aber du musst dir auf jeden Fall bewusst machen, dass du diesen Vorsprung halt haben kannst, wenn du dir rechtzeitig Gedanken machst und eben die anderen Leute von mir aus am 3.1. irgendwie anfangen, am 4.1. wie auch immer, dann ist die Werbung 2, 3 Wochen später online. So, dann hast du aber schon 2, 3 Wochen erfolgreich geschaltet. Und das kann halt ein Riesenvorteil sein. Das heißt, wenn die Werbung läuft, würden wir auf jeden Fall empfehlen, lass sie gerne durchlaufen, auch über den Jahreswechsel, spricht überhaupt nichts dagegen. Und wenn du was Neues machen möchtest, dann komm auf jeden Fall, ja, wenn du unser Kunde bist, rechtzeitig auf uns zu. Und ansonsten mach dir rechtzeitig Gedanken über die Aktion, die du zum Jahreswechsel schalten möchtest. Und dann kann man das Ganze rechtzeitig in die Wege leiten. Wenn du wissen möchtest, wie sowas für dich aussehen kann oder wie man so eine Aktion erfolgreich zum Jahreswechsel umsetzen kann, komm gerne mal auf uns zu. Ja, wir beraten auch gerne unsere Kunden oder Interessenten in der Erstberatung, geben da wertvolle Tipps weiter aus der Zusammenarbeit mit über 600 Partnern und dann können wir dir das Ganze auch gerne mal erklären, zugeschnitten für deinen Betrieb und dein Unternehmen. Hast du noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Gut, dann wünschen wir dir viel Spaß bei den weiteren Videos. Gib uns auf jeden Fall ein Abo auf diesem Kanal, gerne auch einen Daumen nach oben, aktiviere die Glocke, damit du keine Videos verpasst und dann bis zum nächsten Mal.